Hey Leute, was geht? Claudio hier. Freunde, ich bin heute wieder in Adopt Me City und Adopt Me hat ein cooles Update. Und zwar das Taskboard und, die Aufgabentafel. Hier links sehen wir schon, schaut mal, Taskboard. Und hier haben wir Aufgaben, die wir erfüllen können. Wir kriegen pro Tag immer eine neue Task hier hin und die müssen wir dann bearbeiten tatsächlich. Und dafür kriegen wir halt, Dollar oder Bucks eher gesagt. Genau, dafür kriegen wir Bucks. Und ich würde sagen, hier steht buy 15 Furniture Items. Das tun wir doch direkt, Freunde. Wir schauen mal, ob wir auch die Sachen bekommen. So Sachen. Dann klicken wir mal auf Spooky House. Wir kaufen mal das hier. Also, ich frage mich auch gerade, ist es egal, was ich kaufe? Ja, wir haben 13. Wir haben 13 und es fehlen nur noch 2. So, dann kaufen wir nochmal das hier zweimal. Und dann müsste es eigentlich durch sein, oder? Ja, Freunde, ihr seht schon. Wir haben die erste Task fertig. Bei 15, dann nehmen wir mit und kriegen wir 100 Bucks. Wie cool ist das denn, Freunde? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon eure Aufgaben fertig habt. Und schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr das Ganze?